Einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag. Bei mir ist es übrigens gerade Tag und herzlich willkommen zu diesem Tag-Video. Und falls ihr euch jetzt gerade wundert, wieso ich jetzt gerade in Schwarz-Weiß aufnehme, ich habe gestern noch geskypt und wir haben so ein bisschen in den Webcam-Einstellungen ein bisschen rumgealbert und ich habe mich auf Schwarz-Weiß eingeschossen und finde Schwarz-Weiß eigentlich ziemlich stylisch, deswegen lasse ich das mal ganz kurz und guck mal, wie das so bei euch ankommt. Je nachdem, wie es dann so ausgeht, ändere ich das oder eben nicht. Ja, heute gibt es ein Tag-Video bzw. eine Tag-Antwort, denn ich wurde vor, ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, ich habe es aber irgendwie immer verdrängt, wurde ich getaggt vom Bernie81. Und der hat einen Tag ins Leben gerufen, oder war es er? Ich weiß gar nicht, man weiß es ja manchmal gar nicht so genau, das da heißt, Spiele, die ich gut finde, allerdings trotzdem abgebrochen habe. Und ja, wenn man so meine Historie auf meinem Kanal so kennt, dann fällt einem da sofort eine Top 10 ein, die ich mal gemacht habe, mit eigentlich dem gleichen Thema, wenn man so will. Es ist nicht mal ein ähnliches Thema, es ist eigentlich das gleiche Thema. Da habe ich nämlich eine Top 10 gemacht über Spiele, die ich abgebrochen habe, aber es nachträglich bereue. So ungefähr war der Titel. Und es ist natürlich ziemlich viel Zeit vergangen seit diesem Video. Einige Sachen, die damals in der Top 10 aufgelistet worden sind, habe ich tatsächlich danach nachgeholt. Zum Beispiel Platz 1, ich verrate es jetzt mal, war Metroid Prime. Und Metroid Prime habe ich dann nochmal nachgeholt und es gehört mittlerweile zu meinen All-Time-Favorites. Also das hat sich dann mittlerweile gelegt. Aber trotzdem sind da so ein paar Spiele noch aktuell. Ich habe mich trotzdem dafür entschieden, nicht alle Spiele davon irgendwie nochmal zu verwursten, sondern habe überlegt, welche Spiele ich noch auch vielleicht aktuell abgebrochen habe, die ich eigentlich gut fand, und ich habe trotzdem oder immer noch 5 zusammengekriegt. Und wir fangen an mit Final Fantasy 9. Das war zwar auch auf der Liste drauf damals, aber das ist so ein Thema, es ärgert mich heute noch mehr, als es schon damals war, weil es ist ein Klassiker. Viele Final Fantasy Fans finden, dass es auch ein richtig gutes geworden ist für die PlayStation damals. Es gibt sogar einige, die behaupten, das ist für sie das Beste. Ich hab's irgendwie damals schon verpasst. Ich bin ja ein Riesenfan von Final Fantasy 7 und 8 und 9, ausgerechnet 9, habe ich irgendwie links liegen lassen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen zur Zeit des Umschwungs von PlayStation zu PC damals bei mir. Deswegen habe ich das Spiel damals nicht für die PlayStation gekauft. Was sehr schade ist. Ich habe es dann aber irgendwann mal probiert. Ja? Für die PlayStation Portable habe ich mir so einen Emulator runtergeladen und dann Final Fantasy 9 gespielt. Es tut mir bis heute leid, weil so richtig dem Spiel Zeit und vor allen Dingen, eigenes Interesse habe ich irgendwie nie schenken können. Ich habe es im Zug gespielt, ich habe es irgendwie immer unterwegs gespielt. So ein Spiel ist halt einfach so ein zu Hause gemütlich auf die Couch Spiel. Das kann man nicht so unterwegs mal reinspielen und mal anschnuppern. Ich verstehe bis heute nicht, wieso so richtige japanische Rollenspiele mit epischen Ausmaßen und langen Spielzeiten dann auf ein Handheld rauskommen, weil es ist für mich so ein Genre, das muss auf die Konsole, auf die Heimkonsole in Ruhe gespielt werden und nicht so mal nebenbei. Und das war auch, glaube ich, der Tod von Final Fantasy 9 für mich. Ich war so etwas auch überrascht über die für mich noch nicht bekannte andere Art, obwohl man ja sagen muss, Final Fantasy 9 orientiert sich ja eigentlich an die alten Klassiker, an die SNES-Spiele mit seinen Figuren und seinen knuddeligen und seinen Schluftschiffen und so. Aber ja, das war für mich etwas überraschend, weil ich kannte halt, wie gesagt, nur Final Fantasy 7 und 8. Und das war mir auch nur nichts, was mich begeistern konnte. Und vor allen Dingen, was ich ziemlich blöd fand, war, dass die Charaktere teilweise so eingedeutschte Dialekte bekommen haben. Also so richtige, so einen bayerischen Dialekt oder so einen berlinerischen Slang und so. Das fand ich echt ziemlich blöd. Das ist nicht lustig, hört auf damit. Das war Final Fantasy 9. Bis heute habe ich es nicht mehr geschafft nachzuholen und ich glaube, dass ich das auch nicht mehr nachholen werde. Ich glaub nicht mehr dran. Das nächste Spiel auf der Liste ist ein für mich sehr aktuelles, aber eigentlich ist es gar nicht so aktuell. Es ist The Legend of Zelda Majora's Mask. Ich bin ein Riesenfan der Serie.
ich weiß aber, ich bin jetzt zwar kein kleines Kind gewesen, als ich Legend of Zelda kennengelernt habe und für mich entdeckt habe. Es ist sehr, sehr viel Zeit ins Land gegangen, bis ich zum ersten Mal richtig ein Zelda ausgiebig gespielt habe. Das war damals Ocarina of Time. Aber seitdem habe ich wirklich so gut wie jedes Zelda-Spiel gespielt. Und jedes Zelda-Spiel habe ich durchgespielt und habe es geliebt. Bis auf eines neben Majora's Mask, das war A Link to the Past, aber das hat auch einen ganz bestimmten Grund, weil mir einfach diese Weltenwechsel-Sache überhaupt nicht getaugt hat. Das war bei A Link Between Worlds deutlich besser gelöst und deswegen kam ich damit auch recht gut zurecht. Majora's Mask stand aber lange Zeit auf meiner Liste, weil es ja auch von vielen Fans sehr gefeiert wird, als etwas anderes Zelda, etwas düsteres Zelda, ein besonderes Zelda, das man so eben nicht überall bekommt. So meistens sind die neuen Ableger eher so diese traditionellen, gutmütigen und spaßigen, und in Majora's Mask hat so einen ganz anderen Ton. Hätte ich gerne gespielt, es gab das zwar für die Virtual Console, aber erst jetzt, ich glaube dieses Jahr sogar, hat mir der Rako eine 3DS-Version mal ausgeliehen. Die habe ich irgendwie immer noch da und ja, hab's ausprobiert und eigentlich war das Spiel super. Hat richtig viel Spaß gemacht. Zelda-Feeling war wieder da, die Musik war toll. Zelda ist einfach für mich ein Garant für richtigen Spielspaß. Ich kann damit stundenlang echt meinen Spaß haben. Aber mich hat dieses Zeit-Ding total, ja, verwirrt, irritiert und am Ende demotiviert zurückgelassen. Ich konnte irgendwie nicht so richtig mit diesem System was anfangen. Ich habe irgendwie nicht die Idee gehabt, was mache ich eigentlich, wenn die 3 Tage vorbei sind, weil man muss erzählen, was bei Majora's Mask der Mond auf die Erde stürzt und man hat 3 Tage Zeit, um das zu verhindern. Dann sind die 3 Tage vorbei, resettet das ganze Spiel, man kommt wieder an einen Punkt und ab da habe ich nie verstanden, okay, was habe ich jetzt eigentlich dann schon erreicht? Weil viele Dinge, die du schon erreicht hast, wie zum Beispiel ein Dungeon, musst du dann nicht mehr wiederholen, aber ich wusste nie genau, was muss ich zum Beispiel machen, um wieder in den Dungeon zu kommen, wenn ich im Dungeon die 3 Tage vorbei war. Ich habe das einfach irgendwie nicht hingekriegt und deswegen habe ich Majora's Mask irgendwann mal etwas frustriert einfach liegen gelassen und bereue es tatsächlich noch ein bisschen. Jetzt brauche ich gar nicht mehr anfangen, weil ich würde überhaupt keinen Plan haben, wo ich gerade bin, was ich machen muss. Deswegen, ich glaube, dass Majora's Mask und Yeti Bin, das kommt in diesem Leben leider nicht mehr zusammen. Obwohl ich sagen muss, dass es ein richtig gutes Spiel ist. Das nächste Spiel, ja, da habe ich etwas überlegt, ob es wirklich jetzt so für mich richtig gut war. Aber ja, eigentlich war es ein richtig gutes Spiel. Fallout 3 oder Fallout New Vegas. Das ist quasi der Ableger von Fallout 3 oder es ist quasi so ein neues Fallout-Spiel aus mit der Fallout 3 Engine und auch im Zuge von Fallout 3 eben nur in Las Vegas. Also Fallout 3 spielt ja, glaube ich, in Washington und New Vegas eben in Las Vegas. Und ich habe das Spiel gespielt. Es ist ein richtig gutes Spiel. Es hat so einen guten Beginn. Ich fand auch so die ganze Storyline mit diesen komischen Gangsterboss oder so eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Es hat auch, wie gesagt, viele, viele geile Sachen, viele coole neue Gebiete und sowas und geile Quests. Aber ich weiß noch, dass ich zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Lust mehr hatte auf dieses postapokalyptische System und wieder diese Trümmerteile und Schrottteile suchen und wieder das etwas gehäbigere Kampfsystem mit diesem Wertsystem und dann freest das Spiel ein und du hast dann diese Prozentzahlen und so. Hat mich einfach sowas von wieder kalt zurückgelassen, was dem Spiel wahrscheinlich eigentlich etwas, ich habe dem Spiel einfach nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, die es eigentlich verdient hätte. Deswegen habe ich das Spiel auch abgebrochen, obwohl es wirklich ein gutes Spiel ist im Grunde genommen. Ich habe auch, muss dazu sagen, Fallout 3 davor oder Jahre davor mit den ganzen DLCs zusammen, die ja auch sehr lang waren und auch sehr ausgiebig, stundenlang gespielt. Stundenlang. Und dann kommt New Vegas und macht eigentlich das Gleiche, nur in Las Vegas. Deswegen schreckt mich auch momentan etwas Fallout 4 ab, weil ich einfach schon mit Fallout 3 so übersättigt bin, dass es wahrscheinlich noch Jahre hinterherhinkt. Deswegen habe ich New Vegas etwas irgendwann mal etwas abklinken lassen und irgendwann mal war es dann durch und ich habe das Spiel nicht mehr angefasst. Fallout New Vegas. Das nächste Spiel, das ist eine sehr traurige Sache, aber mir ist auch eingefallen, ich habe nie Rayman Legends durchgespielt.
Rayman Origins habe ich damals tatsächlich alles durchgespielt, aber da habe ich auch nie das Gefühl gehabt, und das ist so ein Problem bei mir selber, gerade bei Jump'n'Run-Spielen, vor allen Dingen Rayman. Bei mir ist ein Jump'n'Run-Spiel erst dann wirklich beendet, wenn ich auch alles freigeschaltet habe. Ich weiß nicht, warum das bei mir so ist. Vielleicht ist es irgendwie aus Kindheitstagen so ein Traumata oder so. Ein Jump'n'Run einfach so durchlaufen, alle Levels durchkriegen, ist einfach. Ich finde Rayman Legends oder Rayman Origins auch nicht schwer in der Hinsicht, weil du kannst da relativ geschmeidig durch die Level smooth durchkommen und am Ende des Levels kommt das nächste Level, nächste Level, nächste Level, am Ende ist das Ganze durch und fertig. Das ist bei New Super Mario Bros. Oder bei einem Donkey Kong für mich eigentlich ausreichend, da brauche ich nicht mehr. Aber bei Rayman Legends, da gibt es ja auch noch die ganzen versteckten Levels. Da gibt es dann zum Beispiel diese ganzen geheimen Gegenstände, die man finden kann. Und die sind auch so spaßig, die zu suchen. Und sie auch, die ist eine richtige Herausforderung, ne? Zu gucken, okay, das Ding, warum geht hier tatsächlich irgendwas auf? Dann irgendwo oben in der Ecke ist dann quasi das Item und ich muss da irgendwie hinjumpen oder so. Und wie mache ich das und alles? Das ist eine Herausforderung und macht eigentlich jede Menge Spaß, aber es ist halt sehr viel. Wenn man sich damit beschäftigt und alles freischalten will, jedes Level, jede Kleinigkeit irgendwie gucken möchte, dann bist du dann halt lange dran. Und das hat mich dann irgendwann mal einfach zurückgelassen. Da habe ich mir gesagt, ach, weißt du was, scheiß drauf, ich werde jetzt sich mal alles suchen, dann lasse ich das Ganze einfach mal gut sein. Und das hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben, als ob ich das Spiel nicht durchgespielt habe. Ich habe Rayman Legend aber tatsächlich auch gar nicht durchgespielt, also nicht das Levelende des Spiels erreicht. Aber trotzdem ist so ein Spiel für mich nie so richtig durchgespielt, wenn ich es nicht wenigstens mal zu 100% habe. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, warum das so ist, aber es irgendwie hat das bei mir so einen Tick. Und das letzte Spiel auf der Reihe, in der Liste, und das ist auch ein Spiel, das ich auf der Top-Liste damals ganz weit oben hatte, ich glaube auf Platz 2, es ist The Witcher 2. Ich bin ja ein Riesenfan von The Witcher, ich fand The Witcher 1 super geil, ich fand The Witcher 3 super geil, mit allen DLCs und alles, was dazugekommen ist, und The Witcher 2 halt eben nicht. Nee, das ist falsch gesagt. Eigentlich finde ich es auch geil, aber es hat mich irgendwas zurückgelassen. Bei The Witcher 2 war, glaube ich, das Problem, es war keine Open World. Das war bei The Witcher 1 ja auch nicht so, aber damals hat es mich nicht gestört, weil damals war Open World jetzt auch nicht unbedingt so ein Privileg. Aber mit The Witcher 2 war es ein Zeitpunkt, wo es mich eigentlich schon gereizt hätte, in einer offeneren Welt mich rumzutreiben. Dort war es wirklich total linear. Es gab viele Ladezeiten. Einfach mal ein paar stupide Wege ablaufen, wie bei Dragon Age, da hatte ich keine Lust mehr drauf. Ich hatte auch das Problem, Witcher 1 lag Jahre zurück für mich, dann Witcher 2 angeschmissen. Ich hatte überhaupt keinen Plan, wer nochmal, was war das für eine Schlacht? Ständig haben sie über irgendwelche Ereignisse aus der Vergangenheit geredet, von denen ich überhaupt keinen Plan hatte. Das Kampfsystem war auch nicht ganz, war relativ tricky. Du musstest Alchemie relativ gut ausbauen, um deine Tränke auch gut einzusetzen, denn du musstest dich vorher schon vorbereiten auf einen Kampf, denn in einem Kampf konntest du die Tränke nicht mehr einnehmen. Das heißt, du musstest die schon vorher einnehmen, bevor du in den Kampf gehst. Das alles war so ein bisschen so ein kleines Hack-Mack und hat mich einfach so etwas genervt zurückgelassen, obwohl ich wirklich mit Geralt und seinen ganzen Freunden und Triss und so und auch vor allen Dingen der Inszenierung und der Geschichte dahinter, die ich ja auch so sehr liebe, eigentlich hinterher trauere, dass ich das Ganze nicht richtig erleben konnte. Ich habe, glaube ich, bis zur Hälfte oder nicht mal bis zur Hälfte gespielt, ehe ich das Ganze abgebrochen habe, ehe ich auch irgendwann mal vergessen habe, wer nochmal war, und dann war es für mich auch gut, und das ärgert mich bis heute noch. Ich werde es aber auch nicht mehr anspielen, weil mich, wie gesagt, an mancher Stelle das Gameplay so genervt hat, dass ich da einfach keinen Nerv für das Spiel habe. Aber ich habe mir dann nachträglich natürlich die Geschichte zu The Witcher 2 nochmal durchgelesen, damit ich für Witcher 3 gewappnet bin. Und das hat mir auch gut getan. Ich glaube, heute, aus heutigem Gesichtspunkt, könnte ich das noch viel, viel einfacher spielen, weil jetzt habe ich auch so ein bisschen die Hintergrundinfos für die Geschichte von The Witcher. Aber trotzdem, das hat mir zu einem Zeitpunkt einfach komplett irgendwie rausgerissen. Ja, und das war's auch mit den 5 Spielen. Ich tagge, ich muss ja auch wieder Kanäle taggen. Wen tagge ich denn eigentlich? Ich tagge den Rainer Schauder und ich tagge als Zweitkanal tagge ich... Wen tagge ich denn da eigentlich? Muss man mal gucken hier. Warte, lass mal Lucky Lucky machen.
Ich tagge die Flitzy. Die Flitzy Games, die Flitzy, Flitzy Flitz. Die tagge ich. Ob sie auch darauf eingeht oder weiß, wer ich bin, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber das war's mit einem Tag-Video. Ich habe jetzt viel länger geredet, als ich eigentlich gedacht hätte. Aber in diesem Sinne bin ich raus. Viel Spaß noch weiterhin und wir hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Haut rein!